Nils, Titel verteidigt bei den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren. Es war allerdings nicht besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass Max sich einmal versteuert hat. Hast du ein bisschen gezittert zwischendurch oder wusstest du die Zeiten gar nicht? Ja, doch. Ich wusste nach der ersten Zwischenzeit, dass ich 8 Sekunden vor Max liege. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich echt ein bisschen Angst hatte in den Kurven am Anfang. Die ersten 10 Kilometer waren ja schon irgendwie kurvenreich und war irgendwie nicht so mein Part. Deswegen war ich mit den 8 Sekunden Vorsprung schon ziemlich zufrieden und danach bei der zweiten Zwischenzeit höre ich dann 21 Sekunden auf Heidemann und den habe ich vor mir gesehen. Da habe ich, wusste ich nicht, wie viel Max dahinter war und dann habe ich so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen auf Heidemann konzentriert, weil ich ihn halt vor mir gesehen habe und da hat Max dann schon noch ein starkes Finale gefahren. Wie schwer war es technisch da draußen? Also klar, der Anfang war mit den Kurven technisch, aber insgesamt wegen dem Wetter, also wechselnd, feucht, trocken, nass. Ja genau, gerade am Anfang war es halt extrem, war es extrem feucht, kann man schon sagen. Die Straßen waren nass und das war es natürlich der Donauradweg, den wir gefahren sind. Der ist nicht breit, dann die ganzen Autos, die davor schon gefahren sind, da waren ein, zwei Schikanen mit dabei, wo dann schon der Matsch dann auf der Straße lag. Es war natürlich dann für die Starter, die dann hinten gefahren sind, natürlich schon nicht mehr allzu schön, weil die Straße ein bisschen glitschig und dreckig waren. Aber gut, damit mussten alle dann leben und im Endeffekt Titel verteidigt, können wir zufrieden sein. Ich bin natürlich ziemlich froh, auch mit dem Trikot wieder bei der Tour am Start zu stehen. Wie wichtig ist eben gerade das jetzt auch zu sehen, okay, die Form, ich meine, du hast wahrscheinlich in den letzten Wochen schon gesehen, dass die Form gut ist, aber jetzt auch nochmal im Zeitfahren das so zu spüren? Ja, eigentlich sehr gut. Ich bin einmal so heute im Zeitfahren ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen, wo ich mich echt nicht mehr so allzu wohl gefühlt habe. Da hatte ich einen kleinen Hänger gehabt, komme ich aber dann relativ schnell wieder fangen und bin dann eigentlich solide dann ins Ziel gefahren, ja. Sonntag Straßenrennen, alle reden von dir, auch die Bora-Jungs sagen, wir müssen Nils irgendwie im Griff behalten, was macht das mit dir? Ja klar, ich sag, wir müssen die Bora-Jungs im Griff halten, klar, alle werden irgendwie schon ein bisschen auf mich gucken, aber gut, wie gesagt, wir versuchen irgendwie die Bora-Jungs zu knacken und vielleicht... Wir haben so ein paar Kölner Jungs, vielleicht halten wir zusammen und versuchen einen Titel auch nach Köln zu holen. Heute haben wir schon einige mit Mieke nach Köln geholt, Tim Thorn-Teutenberg, U23 nach Köln geholt, ich Elite. Haben wir 3 Titel schon geholt, mal schauen wir, vielleicht am Sonntag den nächsten. Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe Kölner Allianz gegen Bora oder wie plant ihr das? Nee, schauen wir mal, vielleicht sprechen wir morgen einfach nochmal. Jetzt eine Woche vor Tourstart bei so einem Zeitfahren, wo es auch nass ist, streckenweise auf der Strecke. Mit wie viel Routine geht man daran? Mit wie viel Vorsicht? Oder kann man das bei so einem Zeitfahren gar nicht? Ja, wie gesagt, also der erste Teil, gerade mit den vielen Kurven, da war ich schon ein bisschen vorsichtiger. Bei der Dauphiné bin ich gestürzt und das ist natürlich jetzt das A und O, halt nicht nochmal zu stürzen, gesund zu bleiben vor der Tour. Die Form stimmt. Ich habe viel investiert dieses Jahr mit dem Team zusammen und ich denke, wir sind alle in einer super Verfassung. Und freue mich natürlich jetzt schon auf den Tourstart nächste Woche Samstag und deswegen heißt jetzt auch am Sonntag halt schon ein bisschen mit Vorsicht fahren und jetzt nicht in jede Lücke reinchecken. Das heißt, das ist tatsächlich schon bei dir im Hinterkopf, der Tourstart nächste Woche? Ja, auf jeden Fall. Ich will unbedingt mit dabei sein. Ist ein großes Ziel. Und viel für gearbeitet, viel für gemacht und da ist schon eine Tour dann schon mal was Höheres als so eine deutsche Meisterschaft. Danke.